So, ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Ja, ihr wisst, wir waren bei Action einkaufen für die Spendensammlung und ich habe gestern nicht mehr gefilmt, weil wir das alles einräumen mussten. Da mussten wir ein kleines Zimmer aufräumen, weil wir natürlich Platz brauchen für die ganzen Spendensammlungen. Ich wollte mich jetzt schminken. Ihr seht, ich habe ein bisschen Wimperntusche, weil wir gerade draußen waren. Und genau, wir waren draußen. Und ich habe mir eine Wimperntusche gemacht, ganz wenig. Aber ich wollte mich jetzt anständig schminken. Und ich wollte euch mal zeigen, ich habe euch ja gesagt, dass ich von Luvia Cosmetics diesen Pinselset zugeschickt bekommen habe. Und ihr seht schon, wie hochwertig das aussieht. Hier steht viel Spaß beim Schminken. Das werde ich auf jeden Fall haben. Und ich packe das mal aus. Das ist auf jeden Fall vegan. Das habe ich euch gesagt im letzten Video. Das ist halal. Für die, die auf sowas achten. Dann packt man das schön aus. Moment. Oh, falsch. Dann kann man das aufmachen. Lala. Ach, hier ist sogar Lidschatten mit dabei. Free Sample. Antique Pink. Okay, das können wir dann direkt mal gleich benutzen. Das ist so eine. Ja, das sieht echt antikpink aus. Roségoldene Palette, voll 1. Und dann macht man das hier auf. Das sind die ganzen Pinsel. Die zeige ich euch aber auch jetzt. Dann könnt ihr das hier aufmachen mit Seidenpapier. Ich sag ja, total hochwertig verpackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, schaut mal. Seht ihr das, wie schön das ist? Hier ist noch so eine Folie drauf, damit es auch schön sauber bleibt. Dann machen wir das mal auf. Ich habe selber auch noch nicht aufgemacht. Wow. Zack. Wow, wir haben so viel. Wir haben so viele Pinsel drin. Ich zeige euch die einzeln. Und sage auch, wie ich die Qualität finde. Also ich zeige euch mal kurz die Tasche, ja. Die hat innen so ein Fach, den kann man auch zumachen. Und dann ist hier nochmal so ein Fach mit einem Reißverschluss. Total schön. Wow, die Tasche gefällt mir mega, mega gut. So, jetzt kommen wir zu den Pinseln. Und zwar ist das mit so einem, wie nennt man das? Ich glaube, das ist für Make-up. Dass man hier das Make-up reintut dann und dann schön sehr weich, richtig weich. Und ich ziehe mal ein bisschen rum, ob die Haare abgehen. Ihr könnt das auch sehen. Nö, nix. Richtig fest. Wir machen mal direkt den Hardcore-Test hier. Dann haben wir diesen Pinsel. Kann man dann sehr wahrscheinlich drüber ziehen, ne? Damit das nicht rumfliegt. Also die Bürstenhaare. Moment. So, dann kann man das wieder so. Wupp. Genau. Das reicht ja, ne? Dann haben wir hier noch einen Pinsel. Auch total schön fluffig. Oh, die sind so weich. Erkennt man das? Ich muss mal so ein bisschen daheim nehmen. Das sieht man. Total schön. Also hier sind natürlich welche fürs Make-up. Dann hier für den Highlighter. Ich habe keinen Highlighter-Pinsel. Aber ich freue mich schon, den jetzt gleich auszutesten. Was gibt's noch? Und dann natürlich fürs Augen-Make-up. Für die Lippen. Aber ich teste die jetzt alle aus. Und dann zeige ich euch das. Wir fangen auch direkt mit, Moment, ich habe gerade gesehen, den hier an, für mein Concealer. So, dann benutzen wir auch direkt unseren, ihr wisst, ich benutze den von Catrice, Camouflage. Ich habe übrigens hinter der Kamera einen Spiegel, also wenn ich ab und zu mal da hingucke, wisst ihr Bescheid. Ich schminke jetzt ganz normal meinen Alltagslook, aber ich benutze natürlich auch was für die Augen, damit ihr auch seht, wie die so sind.
Nück, nück. Oh, scheiße, das war zu viel. Naja, egal. Wir verblenden das mal schön. Dafür benutze ich den hier, der total weich ist. Und da benutze ich den von Essence. Und zwar den, der ist auch, der wird langsam leer, also wird langsam dem Ende zu. I've heard them in many voices. So, übrigens gibt es was Neues, und zwar, ich rede mal so ein bisschen nebenbei, damit es nicht zu langweilig wird. Die Spendenaktion findet am, also wir gehen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie am 12.12. um 16 Uhr haben wir unseren Termin. Und ich freue mich schon total drauf. Ich habe mir überlegt, falls ich die Kinder sehen darf, also ich übergebe hier alles dem Leiter dort, aber falls wir die Kinder auch sehen dürfen, damit wir es schon absprechen, würde ich auch gerne Kuchen mitbringen. Also nicht selbstgemachten, sondern gekauften Kuchen, damit wir es alle zusammen dort essen können. Ich weiß ja jetzt nicht, ob die das vorbereiten werden oder nicht. So, dann benutze ich einmal von Newstar die Contour Effects Palette 2. So, jetzt muss ich ja Konturen ziehen. Jetzt überlege ich, welche ich benutzen kann. Was ist das denn für eins? Ich muss selber noch rantasten, Leute. Deswegen, ihr seht das, ich benutze das erste Mal mit euch zusammen. Ach cool, hier steht sogar, ich depp. Hier steht drauf, was für was geeignet ist. Also ich habe jetzt den in der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, hier steht bestimmt eine Zahl drauf. Ja, die 204. Classic Highlight. Die abgerundete Form der Classic Highlight Pinsel passt sich optimal den Wangenknochen an. Ach so, das ist auch fürs Highlighten. Aber ich brauche ja was für das Kontrollieren. Hier, die 209. 200 Mal, wo bist du? 200 Mal, wo bist du? Das ist die 209. Krass, was für eine Form die hat, ne? Ja, ich denke mal so. Probieren wir es mal aus. Also, ich benutze ja immer den hier zum Konturieren. I'm not the one I used to be. Got someone else infusing me. Ich muss mich selber noch rantasten. Und das soll ja auch ehrlich und authentisch rüberkommen. Ich will ja nichts vorspielen. Boah, diese Bürsten sind so weich. Das ist wie so eine schöne, weiche Massage. Total schön. Ah, das ist schön. Das haben wir dann. So, dann nehme ich meinen Bronzer. Ich nehme momentan den hier, also meinen Blush, tut mir leid, Bronzer, von Trended Up. Der war in meinem Adventskalender drin. Hey, is this when I give or I give up? Ich bin nicht der beste Make-up-Artist, aber ich bin überzeugt momentan von dem Pinselsets, und ich werde alle meine alten Pinsel wegschmeißen, die ich bis jetzt benutzt habe. So, und jetzt kommen wir zu dem schönsten Teil. Nein, nicht zum Highlighten, sondern meine Augen. Ich benutze jetzt für die Innenfläche den hier. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Ich benutze jetzt für die Innenfläche die 313. Ich komme mit denen in der Innenfläche am besten. Die klassische Lidschattenpinsel eignet sowohl fürs Pigmente als auch für gepresste Lidschatten. Okay. It's like I know what to say, but something's getting in the way. Ich bin gespannt, wie das mit dem Highlighten aussehen wird.
Highlighten ist ja das Wichtigste bei den Frauen. Ne? So, und jetzt benutze ich den hier. Das ist die 101 Concealer Buffer. Habe ich jetzt das Falsche benutzt? Ups. Aber ich komme wirklich mit dem besser zurecht beim Concealer. Aber ist ja bei jedem anders, ne? Egal, warte, Moment. Okay, das ist zum Verblenden. So, jetzt benutze ich, wo ist das hier? Von Bella Pierre. Das benutze ich ja immer, wie ihr wisst. Übrigens ist Lina am Schlafen. Das könnt ihr total gut verschenken. Wenn ihr eine Schwester habt oder eine Mama, die sich gerne schminkt. Ich finde, das ist total hochwertig. Ist auch nicht teuer. Mit der Schminktasche zusammen. Finde ich. Anstatt dass ihr 10 verschiedene Pinsel in den Stores kauft, könnt ihr direkt so ein Set bestellen. Genau, könnt ihr so ein Set bestellen mit 14 Pinseln plus einer Tasche. Dann habt ihr alles in einem. So, und jetzt kommt der Highlighter. Ich benutze ja meinen Highlighter von dieser U-Star-Palette. Jetzt bin ich gespannt. Also ich bin jetzt komplett fertig. Meine Wimpern werde ich jetzt nicht nochmal pushen. Ich mache gleich nur ein Lippenstift. Also dieser Fächer wird jetzt hier reingetunkt. This person that you so admire, now stuck in such a bad attire. Und schon glänzt man im Gesicht. So, und jetzt mein Lippenstift. Leute, also die Pinsel sind super. So, ich bin jetzt fertig und zeige euch den Look mal von draußen. Das sieht man so schon, oder? Sieht das nicht sehr schön aus? Okay, das ist jetzt zu hell. Ich finde, das sieht... Seht ihr den Highlighter, Leute? Ich habe den noch nie so aufgetragen, also so perfekt. Ich habe immer die falschen Pinsel benutzt. Ich bin total zufrieden. Seht ihr, ich muss hier nochmal drüber, weil ich das nie gleich hinbekomme. Hier muss noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten bin ich total zufrieden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich verlinke euch die Seite mal unten. Die haben total schöne Paletten, Pinselsets. Ich habe jetzt die in Rosé Gold bekommen. Ich bin auch sehr zufrieden. Die Farbe ist super, super schön. Und ja, wow. Oh mein Gott. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich, dass ich auch meine alten Pinsel hier alle wegschmeiße, damit ihr das seht. Jetzt habe ich auch eine Pinseltasche. Das Coole ist, dass hier alles einzeln draufsteht, was man wofür benutzen kann. Das finde ich super gut. Ja, ich verlinke euch die Seite unten und dann könnt ihr da euch mal schlau machen. Wie gesagt, die Pinsel sind vegan. Ich weiß, dass einige darauf achten. Und ja, total schön. Die Verpackung ist so schön. Schönchen. Von der wirkungsvollen Foundation bis zum atemberaubenden Finish. The Essentials Brushes vereint 14 essentielle und besondere hochwertige Kosmetikpinsel für eine faszinierende Vielfalt ästhetisch wertvoller Make-up-Kreationen. 9 Exquisite The Essential Brush Themenwelten verführen mit einer einzigartigen Schönheit, während die im Set enthaltenen eleganten Putsch nicht. Ich finde das super. Ihr müsst das jetzt nicht nur als Pinseltasche benutzen, ihr könnt das natürlich auch als Kosmetiktasche benutzen, ne? Und die Pinsel in einen Pinselbehälter reintun. Und dann immer mitschleppen. Ich habe hier so einen Riesenbeutel. Und schaut mal, was für ein Unterschied. Naja, ich wollte sagen, dass ich die Seite unten verlinke. Mein Akku ist leer. Und dann könnt ihr euch da mal reinschauen, reinschnuppern. Und schauen, was hier alles findet. Ich finde die Pinsel super, super, super gut. Anstatt in der Drogerie oder so für jeden Pinsel 4-5 Euro zu bezahlen,
würde ich auch lieber das hier kaufen als Set und knapp 50 Euro zahlen. Dann habe ich aber alles und weiß, das ist vegan, hochwertig und die Haare fallen nicht raus. Guck mal, wie süß. Hoch. Sind drei Pinsel. Seht ihr das? Total. Ich finde, das ist so eine Schlangenoptik. Total schön. Naja, schaut euch mal um, ne? Ich habe wieder viel geplappert. Ich werde auf jeden Fall diese. Und wisst ihr, was ich cool finde? Ich schmeiße jetzt natürlich alles weg, ne? Aber diese Kiste kann man auch voll cool als Schmuckkasten oder so verwenden. Fällt mir gerade so ein. Das kommt alles weg. So, ihr Lieben, ich wollte mit Lena gleich nochmal raus. Aber ich muss jetzt warten, bis sie aufwacht. Und währenddessen muss ich die Wäsche aufräumen und falten, weil wir haben so viel Wäsche. Momentan, das ist nicht normal. Ja, währenddessen lade ich jetzt auch mein Video hoch. Das ist nämlich gerade exportiert worden. Und euch wünsche ich viel Spaß mit dem Vlog. Viel zu spät gesagt, ne? Naja. So, ihr Lieben, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Ich habe eben gekocht, was heißt eben vor ein paar Stunden. Bei uns gab es ganz normale Nudeln. Ja. Die Stimme, egal an dem, schreiben das gleich auf. Ja, bei uns gab es Nudeln mit Tomatensoße und Joghurt. Hier liegt auch noch alles rum. Ja, auch das ist jetzt zur Arbeit. Ich mache mir gleich einen Tee. Ich habe heute Tee gekauft. Türkischen Apfel. Seitdem wir den Kocher hier haben, ist es natürlich viel, viel besser, ne? Und was noch? Ja, ich wollte jetzt duschen. Das Schwierige ist halt mit Nina immer. Wie macht ihr das denn, wenn die Kinder zu Hause sind und ihr allein seid? Ich dusche ja gar nicht mehr mit Nina zusammen. Also baden, weil ich finde, jetzt im Winter muss sie nicht so oft baden. Im Sommer ja, da schwitzt sie und das tut gut als Abkühlung. Aber jetzt finde ich, braucht sie es nicht mehr. Das ist auch nicht gut, ne? So oft zu duschen. Jetzt duscht sie einmal in der Woche, das reicht ihr. Ich habe übrigens für Lina zwei Überraschungseier gekauft. Ich darf das jetzt nicht sehen. Für Freitag, weil wir mit meiner Freundin in die Stadt gehen und ich nicht weiß, wie Lina drauf sein wird. Dann habe ich gestern ein Paket bekommen von Shaker.lemme. Shaker.lemme, Leute, schaut mal bitte, wie süß diese. Moment. Ihr wisst, was das ist, oder? Das ist Zucker. Schön, oder? Richtig schön. Ich werde die auf jeden Fall an Ninas Geburtstag benutzen. Das ist voll meine Farbe. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich verlinke euch die Seite mal in Instagram. Total schön. Das ist perfekt, weil das sieht natürlich sehr schön aus, ne? Wenn Lina Geburtstag hat dann. Und hier steht dann nochmal Lina, Lina, Lina. Da sind Einhörner drauf. Auch total süß. Genau, das muss ich auch verstecken. Das kommt auch alles in dieses Karton rein, wo Linas Süßigkeiten, sag ich. Sag doch schnell. Sag doch schnell, wo Linas Dingens drin sind. Geburtstagsdeko. So, dann kriegen wir morgen oder übermorgen vom Mediamarkt eine Partypfanne. Habe ich ja bestellt für das Pflegeheim. Die brauchen eins. Dann habe ich 50 Messer bestellt auf Instagram auf einer Seite. Die haben uns jeden Messer für die Hälfte verkauft. Versand war auch die Hälfte. Total nett, weil die gehört haben, dass wir eine Spende machen. Dann habe ich bei mifus.de für die Kinder was bestellt, ich glaube vor einer Woche. Das ist heute angekommen, aber wir waren nicht zu Hause, deswegen müssen wir das morgen abholen. Dann hat meine Freundin auch was zugeschickt von der GLS aus. Das müssen wir auch morgen beim Kiosk abholen. Wir waren gestern nicht zu Hause, weil wir im Indoor-Spielplatz waren. Und was noch? Ich wollte noch was sagen. Und dann habe ich auch noch auf sweet24.de bestellt. Vor fast einer Woche ist immer noch nichts da. Voll komisch. Ich muss da morgen mal anrufen. Ja, alles für die Kinder, ne? Am 12.12. haben wir den Termin, wie gesagt, um 17 Uhr. Ich bin total aufgeregt, total.
Und dann, sobald wir damit fertig sind, gehen wir dann ins Altenheim. Ich weiß jetzt nicht, wie dringend das Altenheim die Sachen braucht. Wenn wir die Sachen vorher schon haben, dann vorher. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wo ich Schneidebretter finde, die rutschfest sind. Damit die alten Leute nicht mit den Schneidebrettern nach vorne rutschen, sich verletzen oder so. Sie brauchen halt ein Schneidebrett alle für, ne, um Gemüse und Obst zu schneiden. Und das am besten 15 Stück. Ich habe jetzt bei Action keine gefunden. Und wir wollen auch nicht pro Brett 10 Euro ausgeben. Dann ist das ganze Budget weg, weil ich will ja noch für die älteren Herrschaften Tüten vorbereiten. Und das sind 69 Menschen, die da leben im Altenheim, also im Pflegeheim. Ja, bei 69 Tüten muss man ein bisschen mehr Süßigkeiten bestellen. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wo wir sparen können, weil wir nicht mehr so viel Budget haben. Wir haben ja schon knapp 500 ausgegeben. Und dann habe ich jetzt noch Sachen bestellt, wie die Partypfanne und so. Das sind auch bestimmt nochmal 100. Und dann nochmal die Süßigkeiten. Ist auch nichts Günstiges. Und dann müssen wir noch Tüten dafür kaufen, ne? Ja, und dann ist auch das ganze Budget weg. Und dann vielleicht werden wir dann noch Geld spenden. Mal schauen. Oder, keine Ahnung, wir werden noch jemand anderen finden. Aber ich will erstmal diese zwei Sachen beenden und dann überlegen wir. Wir haben auch noch ein bisschen übrig. Wir haben ja auch nicht das alles ausgegeben, was wir diesen Monat verdient haben über YouTube. Aber man muss ja auch nicht alles jetzt ausgeben. Ne? Wir können ja auch einen Teil zur Seite legen und dann für die nächste Aktion halt ausgeben. Genau, ich habe nur noch 0 Minuten Zeit. Ich gehe jetzt schnell baden und dann melde ich mich nochmal bei euch. So ihr Lieben, ich habe gerade geduscht. Ja, ich habe noch Schminke drauf. Das Problem bei mir, ich tue nie Schminke. Ich kann mein Gesicht nicht unter der Dusche abwaschen. Ich mag das nicht. Ich schminke mich gleich in Ruhe ab. Ich habe gerade das Bad aufgeräumt. Ja. Alinas Zinderklär liegt hier auf dem Boden. Genau, ich bin voll kaputt. Wir haben jetzt 9.30 Uhr. Lina schläft schon. Und mir ist irgendwie voll kalt. Übrigens habe ich eben wieder von Braun diesen EPL-Gerät benutzt. Die habe ich lange nicht mehr benutzt. Und voll viele Fragen immer nach einer Review. Leute, momentan, ich habe so viel geplant. Also eine Review kann ich momentan wirklich nicht drehen. Aber ich kann euch das Gerät nur empfehlen. Danach seid ihr haarfrei. Was das Wichtigste natürlich ist, ihr müsst auf jeden Fall dunkle Haare und eine helle Haut haben. Sonst bringt das alles nichts. Ich schmeiße jetzt den Wasserkocher mal an. Mir ist so kalt. Ich will einfach nur einen Tee trinken. Und ich werde auch jetzt diesen türkischen Apfeltee trinken und mal gucken, wie der ist. Ihr habt heute, glaube ich, Lina gar nicht gesehen, ne? Oder doch? Ja, ich weiß, die Vlogs momentan sind total langweilig, aber ab morgen geht es dann wieder bergauf. Ich war wirklich die letzten Tage nur mit dieser Spendenaktion beschäftigt. Aber wenn das Geld dann so fast ausgeht und keine Spenden mehr reinkommen, dann kann man auch schlecht was bestellen. Ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich die Tage mit Auda zusammen in so einem türkischen Geschäft. Ich wollte nämlich unser Bad erneuern. Ich wollte da so ein Teppichchen holen. Und dann wollte ich... ich wollte das halt ein bisschen wohnlicher machen, weil unser Bad ist ja voll düster. Ich wollte eine neue Teekanne holen, diese türkischen Teekannen. Meine gefällt mir gar nicht, weil die so aus Metall ist. Gefällt mir, weil ich will was Pinkes, was Rosanes. Genau. Ich weiß nicht, ob man mich noch hört. Oder was auch noch was total laut. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt bei euch und würde sagen, hoffentlich bis morgen. Tschüss.